Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Heute mit einem neuen und coolen Lego-Spieleset für euch. Und zwar ist das Clash of the Heroes. Das ist Batman und Superman. Und ist aus der DC Comics Superheroes oder Superheroes Spielewelt von Lego. Sehr, sehr cool. Passend zum neuen Batman und Superfilm. Wie seht ihr das Logo? Habt ihr den schon gesehen? Wenn nicht, auf jeden Fall anschauen. Ich habe ihn mir schon angeguckt, werde aber nichts verraten. Ich werde hier nichts spoilern. Und ich sehe hier was ganz Besonderes. Mal völlig abgesehen, dass wir hier Batman und Superman haben. Und auch hier das Batman-Licht, was dann im Himmel erscheint. Bei der Dunkelheit natürlich. Haben wir auch ganz besondere Lego-Steine, die anscheinend im Dunkeln leuchten. Das werden wir versuchen zu testen, auch wenn es nicht ganz dunkel ist. Heute gibt es erstmal ein Unboxing, Leute. Das Spielset ist geeignet ab 6 Jahren bis 12 Jahre, aber darüber hinaus auf jeden Fall auch. Also mir gefällt das schon sehr, sehr gut. Das landet bei mir im Schrank, Leute. Und hat die Lego-Nummer 76044. So, ich habe eine Minute nur geplappert, ohne was zu zeigen. Sondern wir haben nur die Packung gesehen. Deswegen machen wir das Ding doch mal direkt auf. Aber das sieht hier so cool aus hinten. Und schaut euch das mal an. Das ist Kryptonit. Damit kann man den Superman ja schwächen. Das ist auch die einzige Möglichkeit, ihm Schaden zuzufügen. Warum streiten die sich denn überhaupt? Mann, verstehe ich gar nicht. Das sind doch beide Superhelden. Müssen sich doch verstehen, Mensch. So, das Ding machen wir jetzt aber auf. Hier das Batman-Licht. Sehr gut. Oder das Batman-Symbol. So, wir packen alles aus, wir packen alles aus, wir packen alles aus. Ich sehe hier noch so einen Sticker, der muss natürlich auch noch drin sein. Yeah, sehr cool, sehr cool. So, das Ding kommt mal hier hinten. Clash of the Heroes. Oh, das sind hier die Anleitungen, die sind ziemlich dick. Und bald kommt ja auch, glaube ich, ein Lego-Batman-Film. Ja, da kommt, glaube ich, auch ein Lego-Batman-Film bald raus. Müsst ihr mal gucken und suchen, ob ihr da was findet. So sieht... Ah, okay, ich glaube, unser Bat... Oder der Batkopf, der leuchtet, glaube ich. Kopf von Batman leuchtet, glaube ich, im Dunkeln. Hier dann die Pistole mit Kryptonit hier vorne. Okay, sehr cool. Das ist unser Superman. Superman. Sehr gut. Und der springt auch oder fliegt auch. Sehr gut. Lang genug wieder in die Anleitung geguckt. Wir schauen uns mal kurz die Packung an. Das sind eine Menge Steine und das Batman-Symbol. Sehr cool. Ich bin ein riesiger Fan von Batman, muss ich sagen. Auf wen steht ihr denn so am meisten? Was ist denn eure Lieblings-Comic-Figur, Superheldenfigur? Würde mich interessieren, schreibt es mal in die Kommentare. Meine ist definitiv Batman und noch ein anderer, aber das kann ich vielleicht in einem anderen Video mal sagen. Das ist, glaube ich, der Superman. Der hat zwei verschiedene Köpfe. Einmal der freundliche Superman. Oder zwei verschiedene Gesichter. Und der Böse. Was heißt der Böse? Der wütende Superman. Noch besser. Ja. Was sehe ich hier noch? Wir sehen hier so ein Teil. Was ist denn hier drin? Ist das hier zum Springen? Oder... Ah! Das ist hier der Umhang. Einmal von Superman und Batman. Ja, das von Batman. Und das hier ist von Superman. Sehr gut. Aber ich habe hier noch einen Kopf gesehen. Das ist der von... Batman? Ja, Batman. Einmal böse und wütend. Sehr gut. Okay, dann sehen wir hier noch was. Vielleicht ist auch der Kopf das Einzige, was bei Dunkeln leuchtet, weil das wurde eben in den Anleitungen so angezeigt. Die Farbe passt schon mal, das ist ja immer so eine Farbe, die im Dunkeln leuchtet. Dann irgendwie so grün. Und dann sehen wir hier noch weitere Teile. Wir sehen Superman. Das S hier für Superman. Und da sehe ich noch ein bisschen Kryptonit hier. Das ist ja grün und das schwächt unseren Superman. Okay, Leute. Clash of the Heroes von Lego aus der DC Comics Superheroes Spielewelt. Ja, die sind aus dem DC-Universum. Batman und Superman. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim übernächsten Mal. Nee, beim nächsten Mal, Leute. Ciao.